alle zusammen. Heute gibt es endlich meine April-Favoriten. Ich weiß, ich bin super spät dran. Entschuldigt bitte, dass dieses Video so spät kommt. Ich bin jetzt wieder voll da für euch. Die YouTube-Pause ist vorbei. Es war ja auch nicht so eine richtige Pause. Aber, Freunde, ich habe meine Wohnung renoviert. Mein Leben war in den letzten Wochen absolut Chaos. Ich bin von einer Sache zur nächsten. Ich habe die Wohnung renoviert. Ich war super viel unterwegs. Ich habe wirklich in einer absoluten Chaos-Messi-Bude gelebt, wo ich nichts gefunden habe, wo die Farbtöpfe hier rumstanden. Ich morgens beim Aufstehen über die Farbe gestolpert bin. Ihr wollt euch das nicht vorstellen. Deswegen rede ich jetzt auch nicht weiter darüber. Und deswegen kommt dieses Video so spät. Entschuldigt es bitte. Ich hoffe, ihr guckt dieses Video trotzdem gerne, wenn ich euch Best of the Best April 2016 präsentiere. Ich beginne als erstes wie immer mit den Beauty-Favoriten und am liebsten auf den Lippen habe ich im April diese drei Liquid Lipsticks getragen. Deswegen sind das eigentlich nicht Liquid Lipsticks, sondern die nennen sich von NYX Soft Matte Lip Cream. Und da habe ich mir einige bei ASOS bestellt, weil ich diesen matten Look liebe. Ich liebe matte Lippenstifte und ich möchte auch immer noch die Jeffree Star Lippenstifte haben, Liquid Lipsticks. Also ich fahre einfach mega auf diesen matten Liquid Lipstick Look ab. Ist halt ganz schön cool. Und genau, diese drei habe ich am liebsten getragen. Das ist einmal von NYX die Farbe Ibiza oder Ibiza auf Deutsch. Stockholm und Milan. Diese drei Farben habe ich super gern getragen. Das Gute an diesen Lip Creams ist, dass sie die Lippen nicht austrocknen, dass sie ultra matt sind und dass sie den ganzen Tag halten. Also ich möchte eigentlich alle Farben davon haben. Ich liebe die. Und NYX ist auch cruelty free. Also soweit ich zumindest informiert bin. Ich habe das gegoogelt und da wurde mir das angezeigt. Ich liebe diese Liquid Lipsticks und ich werde mir auch noch mehr Farben holen. Ich habe noch zwei irgendwo hier rumfliegen. Aber die drei waren so meine Favorites im Monat April. Und ja, ich kann sie euch empfehlen. Sie sind auf jeden Fall ihr Geld wert und wenn ihr auf matte Lippen steht und knallige Farben für den Sommer, dann schaut euch diese Lippenstifte auf jeden Fall an. Nächster Favorit ist ein weiterer Lippenstift und zwar von Urban Decay ein Lippenstift und zwar die Farbe Rush. Ein Lipstick aus der, ich verlinke es euch in der Infobox, ich weiß irgendwie nicht, wie diese Linie heißt. Es ist auf jeden Fall ein Lippenstift, den ich auch heute drauf habe. Der ist sehr glossy, ist trotzdem aber so ein schönes Rosé-Nude. Ich finde die Formulierung wirklich einzigartig. Die ist total buttrig und cremig und glossy. Macht auch automatisch vollere Lippen. Man kann mit dem ganz gut so ein bisschen über die Lippenkontur malen. Und trotzdem hält er lange, obwohl er halt nicht matt ist. Also ich finde die Formulierung mega schön. Ich finde auch das Packaging total toll. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall noch mehr Farben von dieser Lippenstiftreihe von Urban Decay angucken. Bin da ganz begeistert von. Habe ich auch sehr häufig im Monat April getragen. Nächster Beauty-Favorit und letzter Beauty-Favorit. Ich habe nicht so viel ausprobiert im Monat April. Man muss ja auch nicht mal 50 Sachen zeigen, ne? Ihr wisst ja, lieber kurz und knackig. Und Next Favorite ist von NARS ein sozusagen alter Favorit von mir. Das habe ich schon richtig lange, schon bestimmt 3 Jahre, dieses Blush. Mal sehen, ob das noch, ist es auf jeden Fall noch gut. Und zwar ist es die Farbe Orgasm von NARS und der ist jetzt einfach wieder super schön im Frühling, im Sommer. Macht so frisch, ne? Schreit, hey, hier bin ich, Sommer, ich gehe raus und habe gute Laune. Das schreit dieser Blush. Der nächste Favorit ist ein Fashion-Favorit und zwar war das eine Tasche hier, so eine Bucket-Bag und das ist diese hier von, ich gehe mal ein bisschen zurück, Verena Bellutti. Diese Designerin habe ich kennengelernt auf der letzten Fashion Week in Berlin und da habe ich auch einen Vlog drüber gemacht. Die produziert vegane Handtaschen. Ich mag die Taschen super gerne. Diese Bucket Bag ist wirklich sehr hochwertig, eine super Qualität, da passt super viel rein. Und diese Tasche gibt es auch noch in ganz vielen anderen bunten Farben. Ja, die ist wirklich cool, finde ich. Praktisch für den Alltag. Eine große schwarze Tasche, wo viel reinpasst. Und ihr könnt diese Tasche auch gewinnen, Leute. Ihr könnt sie gewinnen. Das werde ich auch nochmal auf Instagram angucken. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, Thalisa Minusch heiße ich da, blende ich jetzt auch ein für euch. Da werde ich auf jeden Fall so eine Tasche verlosen für euch. Die könnt ihr gewinnen. Um diese Tasche zu gewinnen, müsst ihr einfach nur in die Kommentare schreiben, was macht euch glücklich? Was ist das, was euch so richtig gute Laune macht und glücklich macht? Genau, das will ich von euch wissen. Also wenn ihr diese Tasche wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann könnt ihr dieses wunderschöne Modell gewinnen. Und wie gesagt, das Gewinnspiel
werde ich auch nochmal auf Instagram ankündigen. Also folgt mir da und da werdet ihr nochmal alles genau zu diesem Gewinnspiel erfahren. So, ein nächster Favorit war diese Sonnenbrille hier. Das ist von Ray-Ban. Diese Sonnenbrille, die eigentlich super viele Leute gerade haben, ist ja so ein Trendmodell. Und ich wollte die schon sehr, sehr lange haben. Und da die Sonne ja sehr viel letzter Zeit geschienen hat, Gott sei Dank, habe ich die Sonnenbrille auch sehr viel getragen. Ich setze sie mal auf für euch. Ja, ich mag sie gerne. Sie hat so einen coolen Retro-Look. Ja, war einfach meine liebste Sonnenbrille. Ich finde, sie ist gut, eine gute Qualität. Ich trage sie einfach gerne. Ich finde, sie gibt halt jedem Outfit so einen coolen, relaxten Vintage-Vibe, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen mein Favorit im Bereich Mode. Dann habe ich auf jeden Fall einen Haushaltsfavorit. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie konnte es sein, dass ich das nicht kannte? Wie kann das überhaupt sein? Und zwar ist das von DM, also von dieser wundervollen Marke Profissimo, ein Schmutzradierer. Und der entfernt problemlos hartnäckigen Schmutz von zum Beispiel weißen Sneakern. Ihr wisst ja, dass ich meine Stan Smith Sneaker von Adidas liebe. Und ich hatte immer so, ah, soll ich mir jetzt nochmal kaufen, weil die sind ja so dreckig gewesen. Und ich schwöre euch, ich habe alle meine Sneaker sauber gemacht mit diesen Schwämmen und die sehen aus wie neu. Auch so zum Beispiel Superga-Sneaker, die eher Stoff sind. Diese Gummisohle, die so verdreckt war. Schuhe, die ich schon seit 2 Jahren habe, sehen plötzlich aus wie neu. Die Magie ist am Walten mit diesen Schmutzradierern. Ich liebe das. Also ich war einfach so begeistert. Ich habe mich den ganzen Tag darüber gefreut, ich weiß. Traurig aber war, es war mein Highlight des Tages. Und ja, ohne Witz, Leute, macht eure Schuhe mit diesem Schmutzradierer sauber. Man kann damit auch helle Handtaschen zum Beispiel sauber machen. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es ist halt wie ein Radierer. Es ist wirklich Magic. Aber ihr kriegt wirklich den ganzen Dreck von euren Sachen runter. Und die Sachen sehen aus wie neu. Und so spart man sich viel Geld. Man muss nicht ständig neue Sachen kaufen. Es ist einfach wirklich so ein cooles Produkt, eine coole Erfindung. Und ja, die gibt es einfach bei DM in der Putzmittelabteilung. Wenn ihr das noch nicht kennt, holt es euch. Der letzte Favorit des Monats ist ein Buch, das ich sehr schnell durchgelesen habe und was ich euch echt empfehlen kann. Und zwar ist das von Elizabeth Gilbert, das Buch Big Magic. Elizabeth Gilbert hat auch einen Podcast dazu, kann ich euch auch in der Infobox verlinken, den höre ich auch ganz gerne. Und zwar geht es eben darum, dass sie da immer Leuten hilft, gerade kreativen Leuten, die Blockaden haben oder die nicht wissen, wie sie im Leben weiterkommen sollen. Ja, tauschen die sich aus. Ich bin großer Fan von diesem Podcast. Ich liebe das, wenn andere Leute anderen helfen. Und man sich so austauscht und plötzlich sagt jemand was, oh, man kommt auf neue Ideen. Und auf jeden Fall geht es in dem Buch eigentlich darum, wie man sein Leben in die Hand nehmen kann und wie man vor allem als kreativer Mensch ein kreatives Leben führen kann und sich von diesen ganzen Blockaden, Ängsten, diesen ganzen Problemen, die ein kreatives Leben mit sich bringen, eigentlich befreit. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Lest es auf jeden Fall selber. Es ist super inspirierend, es ist motivierend. Gerade für Leute, die etwas mit Kunst machen oder die in der kreativen Branche sind, kann es einfach, wenn man in so einer unkreativen Phase ist oder in so einem Loch steckt, so viel positive Energie vermitteln. Es gibt einem einen richtigen Boost an Motivation, sein Leben in die Hand zu nehmen und kreativ zu sein und seine ganzen Wünsche und Ziele umzusetzen. Und das braucht man einfach manchmal. Und das finde ich toll, dass das Buch das kann. Und es macht es vor allem auf eine sehr realistische Art und Weise. Also es ist jetzt nicht so ein Buch, wo es steht, ah, du musst jeden Tag 10-mal positive Sätze sagen, dann wird sich dein Leben ändern. Es ist sehr positiv, aber es ist vor allem sehr lebensnah und sehr, sehr praktisch. Das heißt, ihr könnt wirklich mit diesem Buch was anfangen. Es ist nicht nur Laberababa. Es ist wirklich etwas, womit ihr super viel anfangen könnt und wo man auch denkt, krass, das macht voll Sinn. Das hat Hand und Fuß, was sie sagt. Es ist nicht nur so, ja, ihr müsst jeden Tag meditieren und dann wird euer Leben super, sondern es ist einfach sehr lebensnah geschrieben aus eigenen Erfahrungen und deswegen schätze ich dieses Buch. Das ist ein Buch, was man immer wieder lesen kann. Ja, also ja, ich bin ganz begeistert davon. So, Freunde, das war's zu meinen April-Favoriten. Ich hoffe, ihr klickt euch nächstes Mal wieder rein. Wenn ihr Updates aus meinem Leben wollt, dann schaut gerne bei Snapchat vorbei. Da heiße ich Blütenschimmer mit UE. Blende ich jetzt auch nochmal ein. Da labere ich auf jeden Fall ganz schön viel. Ich liebe Snapchat. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, ne, folgen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vergesst nicht das Verena Bellotti-Gewinnspiel. Und ansonsten macht's gut, Freunde. Ich sage tschüss, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bei den Großstädten lebt es, glaube ich, generell einfacher. Also gerade so Berlin oder wenn du in London lebst. Auf jeden Fall, ja. Es gibt halt super viel vegane Sachen, aber klar, wenn man jetzt auf dem Dorf lebt oder in einer kleineren Stadt.